Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute geht es sozusagen nur um sie hier, um die Kayla. Moment, ich zeig sie mal. Um diese wunderschöne, hündige Chihuahua-Hündin. So, heute habe ich nämlich mir mal was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, ich schminke mich wie mein Hund. Beziehungsweise, ich schminke mich so, wie mein Hund aussieht, von den Farben her. So. Das wird jetzt wahrscheinlich so eine ganze Reihe, weil ich habe mehrere Hundis, so wie den Norman zum Beispiel noch und noch weitere andere, die Brenda, die kennt ihr ja auch. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und yes. Yeah. So, okay, dann geh mal hier hinter mich, leg dich zum Norman. Okay, jetzt tue ich erstmal im Zeitraffer schnell mein Make-up und mein Concealer und alles drauf. So, den Concealer werde ich jetzt erstmal noch nicht auftragen, weil ich erst das Augen-Make-up machen möchte. Deshalb sieht es jetzt noch nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vollständig aus. So, meine Augenbrauen mache ich jetzt einfach schnell wie immer. Wie immer. Weil Augenbrauen so, da will ich jetzt nichts Großartiges anderes machen als sonst. Deswegen, ich versuche das jetzt so gut es geht zu machen. Ich habe die gezupft, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gezupft. Jetzt müsste es auch besser funktionieren. Ja, die letzten paar Male waren meine Augenbrauen immer voll komisch, weil ich die nicht gezupft habe. Das ist bei mir immer so. Wenn ich die dann nicht gezupft habe, dann sehen die bei mir dann voll scheiße aus. Ich habe keine Pinzette gefunden. Meine Pinzette war einfach weg. So, die Augenbrauen habe ich jetzt gemacht. Ich habe es nochmal ein bisschen verbessert, weil die eine Seite sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber naja. Das ist eigentlich immer so, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Tesafilm klebt und jetzt tue ich schöne Palette hier nehmen und dippe hier in die Farbe ein. Und ich hoffe, das wird auch so, wie ich es mir vorstelle. Aber eigentlich schon. Jetzt habe ich auf mein Augenlid kein Concealer drauf gemacht, aber das ist, denke ich, jetzt auch nicht so schlimm. So. Ich mache das einfach so Eyeliner-mäßig. Das mache ich zurzeit sehr oft. Ich finde, das sieht auch sehr gut aus. Deswegen mache ich das jetzt einfach so in diesem Style einfach. So. Erstmal, dass die Base quasi drauf ist. So, die Brauen ist jetzt ziemlich gut aufgetragen. Jetzt habe ich hier oben noch so eine Weiß, weil die Kayla, die hat ja so weiße Stellen hier. Deswegen dippe ich jetzt so gut es geht mit der Weiß ein. Ich habe die Weiß noch nicht benutzt. Ich hoffe, die geht jetzt auch gut. Okay, man sieht ein bisschen was. Ich tue das jetzt hier vorne einfach. Oh Gott. Mein Pinsel ist zu dick dafür. Ich habe jetzt gerade keinen dünneren hier. Upsi. Aber ich denke, man sieht es in der Kamera schon gut. Ist besser geworden, als ich gedacht habe. Ja, das trage ich einfach so bis zur Mitte ungefähr auf, dass das hier hinten noch braun ist. Braun. Die braune Stute. So, und das gleiche mache ich jetzt einfach schnell auf der anderen Seite noch. Das jetzt so aufgetragen, habe es versucht ziemlich gleich hinzubekommen. Jetzt habe ich hier noch so eine weiß schimmernde Farbe, die tue ich jetzt mit der anderen Seite vom Pinsel. Das ist eine etwas dickere und kräftigere Farbe, dass ich hier das jetzt einfach noch hier auf dem Lid mache. Ich werde jetzt hier von dieser Palette dieses, es ist Silber, aber ich denke trotzdem, dass es ganz okay harmonieren wird. Ich habe mir jetzt nochmal, hoppala, jetzt ist die Palette fast runtergefallen. Ich habe mir jetzt hier nochmal ein bisschen Tesa hingeklebt, habe doch zu früh abgemacht. Ich werde das Glitzer einfach so Eyeliner-mäßig hier hinmachen, damit es halt trotzdem gerade Linie ist, damit da halt ein bisschen Glitter ist.
damit es nicht so langweilig aussieht. Oh Gott, da muss ich ein bisschen genauer gucken. Man sieht's. Okay. Ich finde so. Ist cute. Ist cute. Jetzt müsste ich das nur noch hier irgendwie so machen, ne? So, ich habe das jetzt so außenrum gemacht, das Glitzer, quasi hier ein bisschen als Eyeliner. Dann hier so runter und hier genau das gleiche. Das sieht, finde ich, ein bisschen besser aus, aber da habe ich es ja auch das erste Mal quasi versucht. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz cute aus. Also ich finde es süß. Und dann noch mit diesem, also die Weiß, ich habe halt keine Weiß, wo halt so krass deckend ist, dass das halt wirklich so nach ihr kommen könnte, so, ne? Aber ich habe mich ein bisschen einfach an ihr inspiriert. So, ich versuche jetzt aber noch, unbedingt will ich das versuchen, einen weißen Eyeliner hinzubekommen. Da benutze ich einfach, hier habe ich nämlich mein Wasserteil hier, da ist ein bisschen Wasser drin. Und mein Eyeliner-Pinsel, den muss ich jetzt nochmal gescheit auswaschen, weil da noch ein bisschen schwarz dran ist. Und dann will ich versuchen, einfach hier so einen weißen Eyeliner zu machen. Ich versuche es einfach mal, ich weiß nicht, ob es das wird. Wenn es nichts wird, dann mache ich einen braunen. Oh je. Also da ist halt jetzt so ein weißer Strich, wo nicht so schön aussieht. Hier sieht es besser aus, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich weiß ja nicht. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen nachgebessert, weil das wegzumachen, da wird halt wieder das ganze andere weggehen. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach erstmal so. Ich mache mir jetzt Wimpern drauf. Und da sieht das Ganze ja dann nochmal ein bisschen anders aus. Deshalb schaue ich jetzt einfach, wie das mit Wimpern aussieht. Die Wimpern sind drauf. Ich habe jetzt hier vorne noch ein bisschen schwarz hingemacht, weil es sah sonst ein bisschen komischer aus. Aber ich muss sagen, es sieht nicht scheiße aus, aber es ist halt mal was anderes, ne? Also so würde ich jetzt im Alltag niemals rausgehen oder so. Ich würde mir das jetzt nicht unbedingt jetzt so machen. Außer vielleicht nur mit diesem Rand hier. Ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Den Eyeliner würde ich nicht nochmal so machen. Wenn, dann würde ich einen schwarzen halt dann hinmachen oder so. Aber ich habe ja gesagt, entweder ich lasse den weißen oder ich mache einen braunen. Aber da jetzt nochmal was hinzuklatschen, ich weiß nicht. Dann sieht es am Ende wieder scheiße aus. Deswegen lasse ich es jetzt einfach so. Es sieht nicht toll aus. Es sieht aber auch nicht scheiße aus. Meine Meinung. So, können wir ja in die Kommentare schreiben, was ihr findet. Aber der Look ist jetzt noch nicht ganz fertig. Concealer habe ich mir jetzt ein bisschen aufgetragen. Und bei den Lippen werde ich den hier nehmen, das ist ein ganz dunkler, aber den kann ich nur so leicht auftragen. Und von der Farbe her ist es eigentlich auch geht so, ne? Der ist halt, oh. Der ist doch ein bisschen stark, aber wenn ich das halt nur so ein bisschen leicht mache, dann geht's, denke ich schon. Oh Gott, sieht gerade noch ein bisschen komisch aus. Ich tupfe einfach so ein bisschen. So, ich habe mich jetzt doch entschieden, das so zu machen. Und zwar hier in die Mitte bin ich gerade dabei, hier noch ein bisschen dieses Weiß reinzumachen. Der Lippenstift ist jetzt nicht perfekt aufgetragen. Ich meine, ich trage auch nicht oft Lippenstift, weil ich das einfach nicht mag. Und ist nicht so meins Lippenstift. Ich mag mehr Lipgloss. Hier tupfe ich jetzt einfach so ein bisschen das Weiß noch hin. Damit da halt doch noch ein bisschen das Weiße mit drin ist. Ich meine, es ist nicht so auffällig, aber dass man halt sieht, dass es so farblich ein bisschen abgestimmt ist einfach. Nämlich die Lidschattenfarbe. Geht fit. Geht doch fit, oder? Also ich finde, das geht fit. Jetzt fehlt für mich nur noch der Highlighter. Wo habe ich denn den? Da habe ich ihn. Für den Highlighter benutze ich das, wo ich vor zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und zwar nehme ich da einfach den dunkelsten. Ich habe jetzt keinen anderen, wo farblich so ein bisschen dazu so krass abgestimmt ist, leider. Deswegen nehme ich so den dunkelsten. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu dunkel. Weil einfach, dass da ein bisschen Schimmer drauf ist. Ich hoffe, das. Okay, ist schon ein bisschen. Oh. Oh. Verblenden, 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 verblenden.
Ich glaube, das geht eigentlich ziemlich gut klar, oder? Also es ist jetzt nicht, ich finde, es geht. Es geht krasser, es geht aber auch leichter, ich weiß. Aber das wäre eigentlich so der fertige Look. So, die Zöpfchen habe ich jetzt wegen den Ohren. Und die Kayla und ich verabschieden euch jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe in der Zeit ein paar geile Bilder von ihr gefunden. Weil so ist sie jetzt nicht so krass das Model. Spaß. Nee, auf den Bildern, da ist sie schon Model. Aber richtig, ne? Ja. Okay, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, also wirklich, ich hoffe, euch gefällt diese Reihe, wo ich jetzt vorhabe zu machen, dass ich mich wie meine Hunde schminke, wie mein Hund schminke, wie auch immer. Einfach von den Farben her und dann auch sowas ähnliches mache. Yes, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren, ihr wisst, wie es läuft. Und schaut in die Infobox und schaut bei meinen anderen Social Media Kanälen vorbei und dann würde ich sagen, bis denne!